Hallo meine lieben Mitpizzabäcker da draußen und herzlich willkommen hier zurück bei Pizza Connection 3, wo wir von Polizei umschwärmt sind. Ja, die Polizei, die möchte uns hier gerade eben dran kriegen. Wir müssen auf jeden Fall hier nochmal ein paar Dinge sabotieren. Und das werden wir jetzt auch tun. Küche, sabotiert die Küche unter 50. Also das ist sozusagen die Qualität, glaube ich, die der Gegner dann noch hat hier. Und die wird jetzt hier halt einfach richtig hart rangenommen. Gnadenlos sabotieren wir es kaputt. Danach sabotieren wir das andere noch ganz, ganz schnell. Skadusch! Haben wir gerade als Achievement bekommen. Die Polizeiautos, die machen leider gar nichts. Oh, der Laden, der ist jetzt kaputt. Den Gästeraum habe ich jetzt hier sabotiert. Oh, oh, da kommt Polizei. Schaffe ich das noch? You can do it if you really want. Er schafft es, er schafft es. Komm. Aber jetzt muss ich raus, ey. Jetzt kommt so viel Polizei. Ich habe sie alle angelockt. Lauf. Lauf, mein kleiner Schuft. Okay, seine Lebenszeit ist eh gleich vorbei. Ich glaube nicht, dass ich nochmal eine weitere Sabotage schaffe. Ich werde es aber versuchen. Hier so direkt im Eingangsbereich. Oh oh. Nein, 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 nein. Das muss gehen. Ah, shit. Ich hätte es geschafft. Das war knapp, ey. Okay, vielleicht schaffe ich es jetzt hier nochmal quasi, das hier unter... Nein, seine Lebenszeit ist rum. Oh, ich hasse ihn dafür. Jetzt muss ich nämlich wieder einen anheuern und ihn da runter schicken. So, Krawallmacher, ah. Die machen also einfach mehr Schaden. Das ist natürlich aber auch sehr viel teurer. Oh, oh. Der kommt hier rüber. Oh Gott, wie viel Polizei hier rumläuft. Das ist ja mal richtig uncool. Mal schneller. Lalalala. Polizei lässt uns hier rüber, ne? Polizeiauto. Oh, oh. Wo geht der hin? Er ist auf Abfangkurs. Er riecht uns. Ich hätte das andere Eau de Cologne auftragen sollen. Nee, okay, er lässt von uns ab. Okay, wir sind da. Jetzt muss ich nur noch hier... Das hier kaputt machen. Komm schon, das schaffst du. Ich mache hier relativ wenig Schaden an diesen Einrichtungsgegenständen. So. Immer noch nicht. Ich fasse es nicht. 1%, wisst ihr. Das müsste jetzt gleich... Dann gehen die wahrscheinlich pleite hier. Lieber Neffe, dein Angebot, mich besuchen zu kommen, ist lieb. Aber ich möchte nicht, dass das Erste, was du von mir siehst, das kranke Wrack ist, das ich momentan nun mal bin. Übrigens, vielen Dank für die Hilfe. Ich hatte nicht viel Glück in meinem Leben. Der Arzt hat ein paar neue Rezepte ausgestellt, die ich mir wieder nicht leisten kann. Wäre die Medizin nur nicht so teuer, wäre ich schon wieder auf den Beinen. Und eine Krankenversicherung kann ich mir nicht leisten. So hoffe ich darauf, schnell zu genesen, um dein wachsendes Imperium aus der Nähe bewundern zu können. Zu schade, dass du die richtige Sarah Vaughan nicht hast finden können. Vielleicht hilft dir mehr Öffentlichkeit vor Ort. Ich habe deshalb ein wenig meine Kontakte zur Presse spielen lassen. Da sollte sich demnächst ein Mr. Ohnsorg bei dir melden, der mehr über deine Kette berichten möchte. Bis hoffentlich bald, Francesca Cacciatore. Die Familie ist schon ziemlich kaputt, ne? Muss man mal sagen. Unterstützt die Tante. Du hast dich entschieden, die Versorgung deiner Tante mit Medikamenten finanziell mit 1000 zu unterstützen. Oh Gott, jetzt verliere ich 1000, also pro. Oh. Warte mal. Akquise. Nun, die Qualitätsprobleme des Outback Pizza ist konnten nicht gelöst werden, sodass es jetzt leer steht. Eine gute Gelegenheit. Ja, jetzt mache ich erstmal Pause. Guck erstmal, was hier in der Umgebung ist. Die Schule ist hier. Schule ist eigentlich eine gute Idee. Sogar eine fantastische Idee. Da könnte ich hier das Ding hier anwerben. Ja, komm, dann pachten wir das Ding. Das kostet nämlich nicht viel.
Architekt. Wir müssen jetzt gucken, was gefällt Kindern. Also den Teenagern. Die mögen es hauptsächlich modern. Modern und einfach. Das ist auch, was die Arbeiter mögen. Also wir machen eine Kombination aus modern und einfach. Das ist ja mal eine total sinnlose Ausrichtung hier, wie das aussieht. Moment, Architekt. Wo kann ich nochmal die Räume verändern? Räume ändern, genau. Das hier wird zum Lagerraum und das hier wird zur Küche. Das andere, also wie gesagt, Küche muss nicht so groß sein. Dann, also einfach und modern. Moderner Stil. Machen wir hier erstmal einen modernen Tisch hin. Und dann kommen ein paar einfache Stühle dahin. Wie gesagt, die Kinder finden es jetzt schon toll. Und ich gehe davon aus, dass hier in der Umgebung ihr Arbeiter noch umherkommen. Ich fange mal klein an. Das muss ja nicht so übertrieben sein, ne? Teenager und Arbeiter finden es jetzt eigentlich hier schon ganz nice. Dann mache ich jetzt hier nochmal einen einfachen Ofen hin. So. Das sollte eigentlich erstmal reichen. Vielleicht noch eine Lampe oder so. Oder eine moderne Lampe. Ja, ich mache eine moderne Lampe hier so ganz hinten in die Ecke. Zack. Gut. Lieber Neffe. Und immer noch haben wir uns nicht gesehen, was bedauerlich ist. Denn meine Zeit läuft wohl ab. Die Ärzte haben Krebs festgestellt. Er wäre behandelbar, aber die Medikamente kann ich mir nicht leisten. Die Behandlung würde $25.000 kosten und die habe ich nicht. Ach du Kacke. Ich wünsche dir für die Suche nach deinem Vater und deine weiteren Geschäfte viel Erfolg. Leb wohl, Francesca Cacciatore. PS, ich habe Mr. Unsorg noch einmal erinnert, sich bei dir zu melden. Das ist eindeutig ein Hilfeschrei. Kurz mal Pause lassen. Krebsmedikamente sind teuer. Du hast dich entschieden, die Versorgung deiner Tante mit Medikamenten im Wert von 25.000 zu unterstützen. Toll, dass ich mich dazu entschieden habe. Erweiterung. Die Unterstützung der Tante reißt natürlich ein gewaltiges Loch in die Kasse. Die können zwei Restaurants kaum tragen, auch wenn deren Qualität natürlich gut fürs Brand-Image ist, also Marken-Image ist. Eröffne zwei weitere Restaurants, ohne in der Qualität deutlich nachzulassen. Ja. Genau, mit 25.000 auf hoher Kante. Jetzt muss ich erstmal gucken, wann die Kiddies hier kommen. Die Kiddies kommen im Grunde schon morgens. Ja, ab 6 bis 18 Uhr kann ich hier im Grunde eigentlich aufmachen. Habe ich hier noch irgendwie Arbeiter um mich rum? Ach, warte mal, hier ist ja auch noch das Einkaufszentrum. Hier gibt es ja auch Bonzen. Hier gibt es sogar richtig viele Bonzen. Problem ist, ich glaube, die Bonzen mögen unseren Laden gar nicht. Gibt es eine Möglichkeit, Kinder, also Teenager mit Bonzen irgendwie zusammenzubringen? Ja, aber modern vielleicht. Also das Einfache muss halt raus. Ich glaube, das Einfache war eine Fehlentscheidung. Wir probieren das jetzt mal anders. Wir versuchen das über... Warte mal, rustikal. Die mögen es ja eher rustikal, ne? Oder was? Entschuldigung. Klassisch. Klassisch mögen die Bonzen. Jetzt finden es die Teenager nur noch halb so geil. Die Teenager mochten es ja modern. Ich kombiniere es einfach mal. Jetzt finden es die Touristen toll. Der Bonze findet es immer noch okay. Jetzt findet es der Bonze wieder scheiße. Diese Bonze, nee. Der Bonze findet es jetzt wieder gut. Was ist, wenn ich jetzt hier einen Ofen hinmache, der... Warte mal. Irgendetwas, was bei Teenagern vielleicht neutral ist? Einfach. Einfach und modern. Modern. Ja, perfekt. Genau so machen wir es.
Dann brauchen wir jetzt hier nur noch auf der Menükarte. Was? Warum übernehme ich denn die Pizza-Rezepte der Konkurrenz? So, ihr seht also, die Kinder mögen die ja eigentlich auch. Nur die Bonzen mögen die nicht. Also, Teenager mögen die gar nicht, stelle ich gerade eben fest. Und die Pizza Turistica eigentlich auch nicht. Okay, jetzt muss ich mal gucken bei der Pizza. Was für eine Pizza eventuell bei Bonzen und bei Teenagern gleichermaßen ankommen kann. Also die Bonzen mögen Fisch, Gemüse und Gewürze. Die Teenager mögen Käse und Gemüse. Also könnten wir beim Gemüse eventuell den gemeinsamen Nenner haben. Gemüse also. Teenager finden Tomaten toll. Was? Da sind jetzt die Arbeiter wieder am Start. Ich weiß es nicht. Halt, ich wollte das so machen. Ach, den Blick auf abbrechen. Oliven. Also Oliven, ich habe keine Ahnung, was es mit dem Bonzen ist. Hallo? Ich klicke immer das Falsche. Paprika. Also Teenager stehen da voll drauf. Teenager stehen da voll drauf auf Gemüse. Gewürze finden sie eher so halb geil. Käse. Eigentlich, ich verstehe nicht, warum die nicht auf Gemüse reagieren, die Bonzen. Ich habe noch keine Lieblings-Maiskolben. Also gut, merken wir uns, Teenager lieben Reis. Mais. Ich gucke jetzt auf Reis. Ich mache jetzt hier mal überall diesen Mais drauf. So hier so im Rand. Am liebsten habe ich eine Pizza, die für beide abgedeckt ist. So. Jetzt sind die Teenager schon dabei. Okay, der Bonze reagiert noch gar nicht. Jetzt machen wir mal Tomatenscheiben hier noch mit drauf. Ne, warte mal, ich mache das mal rückgängig. Was passiert, wenn ich jetzt... Da sind die Arbeiter mit dabei. Oliven? Ne, kann ich vergessen. Die Belagmenge gefällt dem Bonzen nicht. Rucola? Das mag der Teenager schon wieder nicht. Kartoffel? Halt. Okay, ich glaube, ich muss beim Bonzen komplett erstmal was anderes machen. Der Bonze möchte nicht mit sowas anfangen. Der Bonze steht eher auf Vielfältigkeit. Teenager eher weniger. Aber auf Gemüse. Und Gewürze. Vielleicht soll ich mal mit ein paar Gewürzen anfangen. Petersilie vielleicht? Oh, Petersilie scheinen Teenager zu mögen. Ingwer? Das mag der Teenager eher nicht so. Das mag der Arbeiter eher. Rosmarin. Da kommt der Student. Wie wär's mit diesen Blätterchen hier? Also Teenager finden das voll cool. Tun wir mal Käse drauf. Mozzarella. Steigt der Teenager aus. Ricotta. Steigt der Teenager aus. Belbäde. Ah, das kitzelt jetzt interessanterweise den Bonzen raus. Gorgonzola. Auch nicht. Parmesan. Ist der Teenie auch raus. Edamer. Mag der Bonze. Aber auch nicht zu viel. Ein bisschen Käse? Ja, okay. Gouda? Moment. Mag auch der Bonze. Ich glaube, der Bonze mag einfach eine Vielfalt an Käse, kann das sein? Oh, den Analogkäse findet der Teenager eigentlich ganz okay. Dann machen wir doch mal hier so eine leichte Schicht Analogkäse hier noch so drüber. Das war schon wieder zu viel Analogkäse. Gucken mal, ob ich hier noch mit der Mozzarella irgendwie punkten kann bei den... Nee.
Wie war das nochmal? Ricotta hat den Bonzen irgendwie ein bisschen rausgekitzelt oder Belpaise? Also wie gesagt, also die Teenager mögen angeblich Käse wie Sau. Aber weh, du tust ihn drauf. Sie wollen ihn anscheinend nur angucken. Das ist bizarr. Ich probier's noch hier jetzt mit dieser Käsemischung. Ne, warte mal, das ist ja Blödsinn. Da haben ja die Dinge. Parmesan vielleicht. Ich habe keine Ahnung, warum die überhaupt nicht auf das abfahren. Tja, jetzt habe ich eine Pizza, die die Arbeiter mögen. Hehehe. Möhren vielleicht? Nee. Weniger Möhren? Mag der Arbeiter. Ich komme versehentlich immer zum Arbeiter. Seealgen. Jetzt ist der Student aufgewacht. Radieschen? Ist wieder der Arbeiter da. Und der Student. Champignons? Kichererbsen? Der Arbeiter. Jetzt habe ich die perfekte Arbeiterpizza. Okay. Steinpilz. Student schon wieder. Grüne Bohnen. Schon wieder Student. Spinat? Schon wieder der Student. Zwiebel? Da steigt der Student. Der Schüler schon wieder aus. Der Bonzi, der angeblich total auf Gemüse steht. Fuck my life. Okay. Ich geb's auf. Ich geb's einfach wirklich auf. Ich will ja einfach nur die perfekte Pizza haben für die Zielgruppe Teenager. Ja, für die Zielgruppe Teenager. Das ist die Pizza Pepino. Nicht Pepina, Pepino. Ich muss ich glaube mit Doppel-P schreiben. Pepino. Oder nee, Pepino. Egal. Wird jetzt finanziert. Was kommt da raus? Der mag die Zutaten auf dieser Pizza nicht, der Bonze. Also der Teenager geht da drauf voll ab. Der mag einfach nur Jalapenos und Pepperoni. Spottbillige Scheißpizza. Unfassbar. Kann ich da noch irgendwas drauf machen, dass es für den Bonzen geiler wird? Wie gesagt, die behaupten ja immer noch, der würde das mögen. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Paprika. Gewürze vielleicht. Vielleicht muss ich es mit den Gewürzen machen. Sobald ich eine Sache verändere, ist der Teenager nur noch halb begeistert. Boah, Ingwer. Und raus. Knoblauch. Der Bonze, ey. Vergessen wir es einfach. Wir nehmen jetzt einfach hier die Pizza Pepino. Und sagen einfach, die gibt es hier zum Preis von 5,36 €. So. Die werden wir jetzt hier anbieten. Der Bonze findet die jetzt neutral. Von der Zufriedenheit. Also alle finden die neutral. Also wir werden jetzt hier mit der Pizza Pepino hier keinen Fehler machen. So. Dann brauche ich jetzt hier natürlich noch Personal. Wie hat's geheißen? Wir sollten um 6 anfangen. Wir brauchen allerdings auch eine hohe Qualität. Scheiß teuer, ey. Ich fang mal damit an. Hier so. Ja, und noch eine dritte Schicht. Ich hoffe, dass ich mir die Leute leisten kann. Ich ordne mal nach Qualität erstmal. Ja, die muss nicht super freundlich sein. Hier vielleicht noch so. Und so. Dann müssen wir noch die Lieferanten haben. So. Ja, eigentlich eher sogar noch hier.
Und noch eine weitere Person. Passt. Ich hasse es, wenn das so aussieht. Gut, dann würde ich mal sagen, leg los. Ich hoffe jetzt mal nicht, dass sie hier meine Sachen noch kaputt gemacht hat. Wenn ja, dann bringe ich ihn um. Mit dem könnte ich eigentlich sogar noch Quatsch machen gehen. Kann ich das ja nicht sabotieren? Kann ich. Ach, er wird es eh hier. Die Polizei geht einfach in meinen Laden rein und verprügelt meine Mitarbeiter. Das ist ja unfassbar. Warte mal, ich kann ja eigentlich auch noch einen Mitarbeitergeist, glaube ich, hier noch definieren, ne? Geschwindigkeit der Angestellten, Einrichtungsqualität, Zutatenqualität. Einzugsbereich. Ja, macht das nicht so. Ja, die Qualität der Angestellten möchte ich noch verbessern. Es ist hier schon jemand da, wir haben doch immer noch keinen Koch. Warum steht der hier? Der Peter Thul. Verstehe ich nicht. Der Laden sollte doch noch gar nicht offen sein. Ist auf jeden Fall bugfrei. Was zur Hölle? Um 3 Uhr nachts. Ab jetzt sollte ich das überhaupt erst aufmachen. Und das hier sind die Lieferer. Charlie, Amelie und Daniel. Tja, keine Ahnung. Warte mal, hier gibt es doch eigentlich direkt in der Nähe. Ja, genau, das Ding ist hier. Das muss ich mir jetzt eigentlich unter den Nagel reißen. Wollen wir noch Großhandelqualität, Lieferer festlegen, Material ist da. Ganz im Ernst, ich glaube, dass ich das jetzt wirklich permanent zu bezahlen habe. Der Gedanke kam mir gerade eben und dass mir das jetzt halt einfach zu teuer ist. Hallo? Sicherheitsplan ändern. Es ist mir einfach zu teuer. Ich kann mir das gerade nicht leisten. Ich kann jetzt nicht hergehen und die ganze Zeit jetzt hier diesen teuren Scheiß hier quasi jetzt sozusagen in die Leute reinpumpen. Also in die Werbung und alles andere und die Sicherheit. Es passiert ja momentan noch nichts. Okay, wir haben hier Service ist auf jeden Fall mittelmäßig. Sie war nicht am Kotzen. Die Teenagerin, die morgens um 4 Uhr bei uns aufgeschlagen ist. Wo, wenn halt Teenager Pizza essen gehen, ne? Okay, liebe Leute. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit, ne? Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Schöne Zeit. Tschüssi und Ade.